Liebe Latinistinnen und Latinisten, meine Damen und Herren, ich grüße Sie zu einem sicher spannenden Sommersemester 2020. Mit im Boot ist wieder Peter Kuhlmann mit seinem Unikurs Latein. Und der Rhythmus wird auch derselbe sein, den Sie schon kennen, nämlich, dass wir pro Woche eine Lektion durcharbeiten, ein zentrales Grammatikkapitel bewältigen. Allerdings diesmal mit dem Akzent ganz stark auf der Übersetzung von Texten. Texte, die schon im Laufe des Semesters ein Niveau haben werden, das dem entspricht, was Sie ganz zum Schluss, wenn Sie Ihre fachbezogenen Lateinkenntnisse nachweisen wollen, als Geschichtsstudenten, also im kommenden Semester, dann eben erreicht haben müssen. Und wie gehen wir vor? Aus den naheliegenden Gründen wird es nun so sein, dass mehr über schriftliche Kommunikation laufen muss. Das heißt also, ich lade Ihnen jeden Montag Hinweise und Schwerpunktsetzungen hoch, mit deren Hilfe Sie dann die lateinischen Texte übersetzen können. Vorher müssen Sie allerdings selbst aufmerksam die grammatischen Hinweise von Kuhlmann, die ja sehr instruktiv sind, genau durchlesen, durcharbeiten. Wenn Ihnen irgendetwas nicht klar ist, schreiben Sie sich's auf und fügen Sie diese Nachfragen oder Rückfragen an Ihre Übersetzung, die Sie mir einmal pro Woche einreichen können, wenn Sie das möchten, an. Zu den schriftlichen Hinweisen, das sind PDFs, die ich hochlade, gibt es auch noch jeden Montag so eine warme Ansprache von mir, wie ich sie jetzt gerade eben halte, und daran angefügt eine von mir besprochene PowerPoint, wo also Pfeile hineinschwirren und wieder herausfliegen, sodass Sie meiner Meinung nach dann eben doch ein wenig Ersatz haben für die Lehrpersonen, die Sie sonst gewohnt wären. Außerdem biete ich eine Sprechstunde an, Videosprechstunde, dienstags von 14 bis 15 Uhr, zu der ich Sie sehr herzlich einlade. Und dann meine ich, wenn das technisch machbar ist, sollten wir anstreben, uns im Laufe des Semesters noch zu der einen oder anderen Videokonferenz zu treffen. Nicht zu 38, das ist zwecklos, aber vielleicht in größeren Gruppen von ca. 12, 13 Personen, sodass wir mit drei Konferenzen, in denen ich dann immer dasselbe hier schwadroniere, ungefähr alle erreicht haben, die sich beteiligen wollen. Jetzt aber schneiden Sie sich bitte an und gehen Sie mit Hilfe meiner Hinweise oder eben auch nicht, aber mit Schwung eben. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg an die Lektion 13. Ich beginne wie üblich damit, dass ich den Text sinnbetont vorlese. Subi Kesti, Kai Kaiser. Gentes barbaras plurimas maximas. Sed tantum eas vicisti, quae vinci potuerunt. Qui autem animum vincere victoriae temporare adversarii dignitatem augere potuit, eum similimum deo judico. Audivimus enim et legimus, te et clementa juste sapienta fecisse. Postquam omnes victoris bellorum civilium aequitate superavisti, tua judicia ac clementia hodie te ipsum vicisti. Ipsam victoriam vicisse videris. Non ignoramus, patris conscripti, hunc nun diutius bellum gesisse. Gladium in urbe non vidimus. Quus amissimus civis, eos martis vis cecidit non ira victoriae. Gai caesaris judicium et me et reliquus amplissimus virus conservavit et patriae redidit. Gehen wir nun auf einzelne
Punkte in dem Text ein. Ich habe ihn in drei Abschnitte geteilt. Zunächst möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir bei EAs und Quai die übliche Korrelation von Is und Qui haben, die man in der Regel mit derjenige, der oder der wiedergibt. Dasselbe ist der Fall einen Satz später. Der Hauptgedanke steht hinten. Das Is hier im Akkusativ Singular Maskulinum mit eum. Und das Qui, das dem eum korrespondiert, steht am Anfang dieser langen Periode. Ich rate Ihnen also, mit dem Hauptgedanken zu beginnen bei dem zweiten Satz. Also mit iudico eum similimum deu. Und dann erst den Nebensatz anzuschließen, mit dem Qui auf das eum bezogen. Im zweiten Satz gibt es vor allem zwei syntaktische Phänomene zu beachten. Einmal ein ACI, auf den wir gleich zu sprechen kommen, und zweitens auf die Ihnen wohlbekannte instrumentale Funktion des Ablativs. Zunächst der von audivimus et legimus abhängige ACI. Sein Prädikat haben wir hinten, ficisse, und das Subjekt ist T des Akkusativs. Im zweiten Satz finden Sie dann die drei von mir angesprochenen instrumentalen Ablative, aequitate, justitia und clementia. Und die Antwort geben auf die Frage, womit, wodurch. Schauen wir uns nun das letzte Stückchen an. Da finden Sie ebenfalls einen ACI, abhängig von non ignoramus, dessen Prädikat gessisse lautet, und sein Subjekt hunc. Eine kleine Schwierigkeit, die ich Ihnen hier in der zweiten Anmerkung auch versucht habe klarzumachen, ist, dass das lateinische Wort cives, das nach der lateinischen Syntax eben in den Relativsatz gehört, in unserer Übersetzung besser im Hauptplatz funktioniert. Dass Sie also eus cives etwa diese Mitbürger, diejenigen Mitbürger wiedergeben und dann den Relativsatz quos amisimus ohne das cives anschließen.